So, herzlich willkommen zur letzten Woche für diese Folge. Mindtest Clicker Hero. Nein, Alter. Mindtest Creative Server. Creative Server. Let's us play Russ. Leg mich am Arsch raus. Meine Fresse. Boah. Kein Bock mehr. Nani? Ich hab mein Terrakotta wieder. Why? Muss nur kurz was anderes machen. Okay. Egal. Was? Genau. Player Detector. Wir wollten gerade einen Player Detector bauen. Playerus Detectorus. Machen wir einen einfachen oder einen teuren? Achso. Okay, so teuer ist er nicht. Adjustable Player Detector. Also, ne? Verständnis. Player Detector hat gibt quasi ein Mesekon-Signal, wenn sich ein Spieler innerhalb eines festen Radius befindet. Das sind, glaube ich, 3 Blöcke oder so, oder 2,5 Blöcke, keine Ahnung, auf jeden Fall so um die 3 Blöcke. Und dieser Adjustable Player Detector, der ist einfach nur dazu da, der macht genau das Gleiche, aber man kann halt diesen Bereich, ab wann ein bestimmter Spieler erkannt wird, halt variieren. Das ist das alles, was der Unterschied ist. Baum. Und den werden wir wahrscheinlich auch brauchen, weil wir wollen ja die Treppe in Ruhe runterlaufen können. Und da müssen wir halt quasi dann aufpassen, wo wir den platzieren, bei dem aber nicht. Deswegen benutzen wir mal lieber den hier. Ist ein Mesekon-Fragment mehr. Ist nun wirklich egal. Wichtig ist dieser Mikrocontroller. Haben wir davon noch einen? Glaube ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Und wie es aussieht, scheinbar doch nicht. Nö. Ja, leck mir doch das Baguette. Mal. Hatten wir nicht noch so ein komisches Dings da über? Ne, na gut, dann bauen wir halt ein. Ist ja ohne so schlimm, ne? Was? Okay. Ach, genau, das war Baum. Einmal. Da kriegen wir gleich 2. Danke. So, das Ding brauchen wir. Du kannst bitte weg. Dankeschön. Genau. So, und jetzt, wie war das? Ja, mit diesem Player Killer, da bin ich echt ein bisschen, keine Ahnung, was das wieder genau arbeitet. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Vor allem, dass den auch normale Spieler bauen können. Ich weiß nicht, was der macht. Da muss ich mal gucken, zu was der fähig ist. Ja. Na gut, egal. Hoffentlich kann man damit keinen Admin killen. Wobei. Da kann man sowieso nicht killen, weil ich habe God-Mode. Das heißt, da funktionieren auch solche Sachen nicht. Soweit ich weiß. Ich habe es noch nicht probiert. Also, damit habe ich es noch nicht probiert. Andere Sachen, die einem Spieler quasi insta-killen, die funktionieren bei mir als Admin nicht. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das, wie gesagt, für alles gilt. Alter, jetzt bin ich komplett raus. Alter, brauche Eisen. Alter, ey. Boah, meine Ficken. Was? Ich bin ein kinderfreundlicher Kanal. So, Player Detector. Und davon brauchen wir jetzt hier noch die erweiterte Variante. Das heißt, wir brauchen ein Fragment. Und schon haben wir einen Adjustable Player Detector. Sehr schön das Ganze. Sehr schön. Okay. Dann brauchen wir jetzt bloß... Genau, die Pisten haben wir. Das haben wir. Schraubendreher haben wir. Dann brauchen wir doch mehr Cleanstone und auf jeden Fall noch Mesekon. Mesekon brauchen wir auf jeden Fall. So, dann renne ich mal noch mal schnell ins Lager und hole noch mal ein bisschen. Ach, siehst du, jetzt ist es dann richtig schön gewachsen. Ne? Hier ist es hier noch nicht alles, aber fast alles gelb. Manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. Oh, nicht gejoint. Er ist geleft. Ja. Was suche ich hier gerade? Ach ja, Stein. Ja, komm, gib mir mal ein ganzes Stack her. Keine Schaden. Haben wir jetzt einen Stack bekommen? Ja. So, dann gehen wir mal in die weiten Welten des Internets. Macht keinen Sinn. Wir sind bereits im Internet. Wobei, nein, stimmt gar nicht. Ich spiele ja zwar im Netzwerk, aber im lokalen Netzwerk. Und damit nicht Internet. Nein, nein, nein.
Ich könnte zwar auch auf meinem Server übers Internet spielen, das heißt, wenn ich mich nicht über 1.9, also mit 192, 168, 04 verbinde, sondern direkt über ronix.dns.com, nee, .net, dann wäre ich ja quasi übers Internet verbunden. Wobei, das stimmt auch nicht so ganz. Wahrscheinlich würde ich einmal bis zum Router gehen und der Router würde mich dann direkt zurückschicken. Keine Ahnung. Je nachdem, wie optimiert der arbeitet. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Was labe ich hier überhaupt? So, jetzt hier folgendermaßen, wenn wir es machen. Ich würde gerne, allein aus optischen Gründen, würde ich das so machen, dass ich hier Apfelbaum und Apfelplantage. Was? Okay, jetzt kommt's hart. Jetzt kommt's richtig ficken. Ich baue erstmal. Nein, ihr bleibt hier. Du kommst weg. Nein, du bleibst da. Doch, du kommst weg. Oh mein Gott. Überlegen, Ronny, bevor du was falsch machst. Ich würde mal die drei Sachen hier wegmachen. So. Hier kommen. Boah. Alter, jetzt fängt es aber schon an mit Überlegen und so, ne? Also, der muss auf jeden Fall. Ja, doch, sie müssen alle drei weg. Was laber ich? Das heißt, hier kommen drei Pisten hin. Im ausgefahrenen Zustand kleben die also an diesen Blöcken dran. Und wenn sie quasi eingefahren wären, dann werden diese Blöcke hier weggenommen. Und dann wird an der Stelle quasi die Treppe freigelegt. Hä? Wollte ich die Treppe nicht erst nach hinten machen? Wieso ist denn jetzt so weit hier vorne? Ich meine, geht so auch. Ah, okay, doch, dann mache ich das doch mitten im Raum. Die sieht ja noch optisch besser aus. Ja, gut. Die Frage ist, reicht das von der Höhe her? Weil wenn ich jetzt die Treppe, den Stein wegnehme, den Stein wegnehme und den Stein wegnehme, dann hätte ich ja quasi hier einmal eine Treppe, dann noch eine Treppe und dann... Doch, das müsste passen. Okay. Gut, das heißt, ich hätte die hier da lassen, die da lassen und die wegmachen müssen. Wäre es einfacher gewesen. Jetzt muss ich leider erstmal alle auffahren lassen. So, so, so. So, so. Und dann kommt hier der Plärrdetektor. Oh, er ist ja nicht ausgefahren. Und wenn ich wieder weggehe. Hä? Wie weit ist denn der im Standardmodus? Ah, okay. Ist das, wenn die Dinger eingefahren und die legen die Treppe frei. Ja. Ja, okay. Nahe Spieler, die. Ja, das ist so ein kleiner. Ich weiß nicht, ob es sein soll oder. Auf jeden Fall Spieler, die sehr nah an den Blöcken dran sind, die werden mit verschoben. Ob das so gewollt ist oder nicht, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall funny. Ja. So. Jetzt nehme ich Folgendes. Das wird jetzt heftig. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt mache. Also. Wir brauchen drei Treppen. Die Treppe hier, die ist fix. Die ist immer da. Die Treppe, die jetzt hier hinkommt, die wird quasi dann hochgeschoben um 1. Und die Treppe, die jetzt denn hier hinkommt, die wird quasi immer um 1 runtergezogen. Beziehungsweise muss eigentlich gar nicht. Eigentlich kann die Treppe hier auch standardmäßig fest bleiben. Die können einfach da bleiben. Aber die Treppe, die jetzt quasi hier hinkommt, ja, das war super, die wird dann quasi immer um 1 runtergezogen. Das heißt, da muss ich mit einem Pisten arbeiten, der quasi invertiert arbeitet. Also musst du quasi weg. Hier kommt ein Pisten hin. Den muss ich jetzt ein bisschen rotieren. Genau. Und auf dem kommt dann diese Leiter drauf. So. Jetzt muss ich gucken. Ich brauche also auch noch einen Inverter. Ach gut, ich habe alle Sachen hier, die ich brauche zum Bauen von diversen Gates. Ich brauche nämlich einen Inverter und vor allen Dingen, ich brauche auch eine Delay-Schaltung. Sonst arbeiten die Hopper gleichzeitig und das könnte Konsequenzen haben. Ja. Ja klar, genau. Einmal.
So. Das heißt, das Ganze hier kommt erstmal weg. Okay, das heißt also, der Block hier muss auch weg. Das reicht zwar von der Höhe, aber nicht von der Länge. Ist ja kein Problem. Wir haben ja noch ein paar Hopper. Genau, so reicht damit aus. Habe ich hier nämlich so einen kleinen Geheimgang. Und hier kann man ja noch wunderbar, ne, von der Höhe reicht das hier vollkommen aus. Zur Not kann ich hier noch eine Treppe ranbauen, ist ja dem Moment auch egal. So, kann ich noch eins runtergehen. Dann passt das Ganze auf jeden Fall. Ach, hätte ich doch nur meine Schippe mitgenommen. Ah gut, so viel Erde ist es nicht, die jetzt hier weg muss. So, hier kommt jetzt nämlich, du kommst weg. Da kommt eine Leitung hin. Ah, okay, also du kommst eh weg. So, die Leitung wird dann aber erstmal, wie gesagt, invertiert. Damit der nämlich immer dann an ist, wenn die anderen aus sind. So, tada, badam. Und wie gesagt, das eigentliche Problem ist nämlich jetzt ein anderes. Und da weiß ich nicht, wie die arbeiten. Die Frage ist, können die auch dann hochschieben, wenn da bereits ein Block ist? Oder blockieren sie dann einfach? Weil wenn sie nämlich dann dabei einfach blockieren würden, dann würde das ja quasi schon vollkommen ausreichen. Deswegen teste ich das Ganze jetzt einfach mal. Warum geht das hier nicht so, wie es soll? Funktioniert das so? Keine Ahnung. So, ich mache einfach mal hier den Player-Detektor hin. Ja, okay. Das heißt, ein Block ist jetzt gerade einfach verschwunden. Ach, der hat den Block einfach auch mit verschoben. Hupsili. Ach ja, der hat das hier alles verschoben, ne? Kann das sein? So war das nämlich, glaube. Ja, genau. Die Reihe hat das gerade rausgeschoben. Komplett einmal. Fuck. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Jetzt hat er quasi die gesamte Reihe einmal um eins verschoben. Ja, zu sowas ist so ein Drop in der Lage. So ein Pisten. Scheiße, die Wand dann. Okay, das heißt, ich brauche definitiv einen Schutzmechanismus, der dafür sorgt, dass beim in die eine Richtung quasi erst der runtergeht und dann die hochgehen und in die andere Richtung aber erst die runtergehen und dann der da hochgeht, quasi. Das heißt, einfach bei einem von den beiden die Delay reinpacken, wird nicht funktionieren. Jetzt bin ich gerade. Boah, Alter. Nee, das klappt nicht. Ich weiß, wie es klappt. Ich brauche einfach zwei Player-Detektoren, die verschiedene Reichweiten haben. Muss ich mal gucken, wie teuer war noch mal so ein Player-Detektor? Nicht, dass langsam ins Geld geht, aber der war, glaube ich, relativ preiswert, oder? Ja, doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir locker hin. Okay, dann brauche ich einfach noch einen Player-Detektor. Und dann arbeiten die, wie gesagt, mit verschiedenen, mit verschiedenen Reichweiten quasi. So. Danke. Und den jetzt noch mal. Mist, ich wollte mal. Ich brauche nochmal ein Mesa-Fragment. Gut, jetzt erstmal hier wieder aufräumen, ne? Das, was hier, ne? Das ist ja hier Katastrophe. Wer macht denn so einen Scheiß? Ja, danke dafür. So. Ich brauche noch ein Mesa-Fragment. Lalalalalalalalala. So. Einmal Mese mit Senf und den Schaum unten. Danke. So. Player Detect. Oh, komm jetzt. Was ist das denn hier? Entity Detektor. Was ist das denn schon wieder? Achso, also klar.
Nee, also was es natürlich darstellen soll, ist mir schon klar, weil also dass ein Entity Detector detektiert einfach alle Objekte, weil Player sind ja quasi auch nur Objekte, die quasi Entity heißen. Ne? Und der erkennt quasi halt nicht nur Spieler, sondern alle Entities. Also auch wenn Tiere dran vorbeilaufen oder wenn er einen Block fallen lässt, ne, das Ding ist ja auch ein Entity. Also quasi alle in der Welt rumschwebenden Objekte, die nicht fest zur Welt gehören. Alles das sind Entities. So. Habe ich jetzt alles oder was? Genau, so. Einmal. Was? Ich habe doch so ein... Hä? Habe ich mir nicht gerade einen Lua-Controller gebaut? Wo ist denn der hin? Ich hatte doch gerade einen Lua-Controller. Was habe ich mit dem gemacht? Habe ich den aufgegessen? Hä? Ich habe doch gerade aus dem einen Mikrocontroller einen Lua-Controller... andersrum, aus dem einen Lua-Controller einen Mikrocontroller gemacht. Was ist denn der? Habe ich den jetzt irgendwo liegen lassen? Habe ich den weggeworfen oder was? Aber irgendwie, also jetzt reicht mal langsam gerade hier, was ist hier los? Ich habe doch gerade hier aus dem einen Mikrocontroller, aus dem einen Lua-Controller Mikrocontroller gemacht. Hä? Ja, sagen wir mal. Ich glaube, ich werde bekloppt. Wollt ihr mich gerade verarschen? Gibt es hier neuerdings einen Bug, der irgendwelche Sachen verschlingt oder was? Hä? Sag mal, das ist jetzt hier aber. Oh, Alter, Sprint funktioniert auch schon wieder nicht. Achso, weil ich schon wieder Hunger habe hier. Oh, habe ich denn jetzt diesen Supercontroller hingebracht? Ich hatte doch noch einen. Den habe ich, glaube ich, mitgenommen. Ich werde verrückt. Ich werde echt hier verrückt. Habe ich jetzt auch so in die Kiste gepackt gerade? Ja, tatsächlich. Oder war der schon die ganze Zeit hier? Sag mal. Mal kurz, nee, wir waren gerade hier in der Kiste. Hab ich den hier reingepackt? Also das habe ich mal reingepackt, was nicht reingehört, aber das ist nicht das, was ich gerade suche. Sag mal, es kann doch nicht wahr sein. Ich musste mal nachher mal in die Aufnahme gucken. Ich glaube mal, der ist einfach disappeared. Ich glaube gerade echt, der ist einfach disappeared. Das kann ja hier nicht angehen. Das ist ja hier, ist das ja, das ist ja, was mache ich hier gerade? So. Das ist ja gerade schon ein bisschen, irritierend, um es mal gelinde auszudrücken. Hä? Ach, ich habe schon eingebaut. Oh. Alter. Kann mich bitte jemand erschießen? Wie soll ich jetzt noch einen? Ich habe bereits eingebaut gerade. Oh, ey, okay. Zum Glück die letzte Folge für heute. Ich brauche einen Arzt, ich brauche Ruhe, ich brauche Schlaf, ich brauche einfach alles. Leck mich doch fett am Arsch. Boah, ey, meine Fresse. Jetzt habe ich schon wieder nur noch 10 Minuten Zeit. Wollt ihr mich eigentlich ruinieren? So, jetzt aber. Folgendes. Du kommst mal weg, du kommst einfach mal nach da. So. Das Ding ist für die Treppe. Das heißt, der muss zuerst eingefahren werden. Das heißt, er ist der mit der höheren Reichweite. Er soll nur auf uns reagieren. Und zwar mit einem Radius von, sagen wir mal, 10. Bumm. So. Und der andere, der ist dann hierfür
Und der soll schon ab einem Radio, nee, der soll also auch nur auf uns reagieren. Und das aber in einem Radius von gerade mal 6. Eigentlich kann ich den auch direkt, warte mal kurz, ich kann den auch noch eins weiter ranstellen. Dann kann das Ding nämlich weg hier. So, dann kann ich den da nämlich direkt. So. Ne, das klappt nicht. Klappt nur so. Okay. So, das heißt, du, wie gesagt, reagierst auch nur auf uns, aber in einem Radius von, wie gesagt, 6. Bam. So, jetzt nämlich folgendes. Was? Warum sind sie, jetzt ausgefallen? Nee, halt. Warte mal ganz kurz. Warte. Hat er das gerade falsch rum gemacht? Wenn der hier aktiv ist, dann muss der doch oben sein. Das hier ist falsch, das kommt nach da. Dann muss der doch weg. Ja. Weg da mit dir, weg da mit dir. Alles scheiße, alles kaputt. Okay, also du kommst nach. Oh Gott. Weg. Sonst kriege ich hier gleich AIDS. Du kommst nach da. Genau, hat also über Eck funktionieren sie immer. Das ist sehr schön. So, du. Alter, kannst du bitte hier. Danke. Ronix. Mit Radius von, ich sag mal, gut, wenn er hier sowieso so nahe steht, dann braucht der, der braucht nur 8 haben. Bop. Und der hat dafür ein Radius von, genau, von 6. Genau, das ist richtig. Aber er braucht halt einen Inverter erstmal. Danke dafür. Genau, so. Bop und bop. Okay, das klappt nicht. Schade. Das heißt, hier brauche ich definitiv ein Vertical. So. Nein. Danke. So. Okay, so. Jetzt erstmal Butter bei die Fische. Du musst wieder nach da. Und hier muss. Achso, ja. Hä? Wait a second. Gehen wir hier jetzt kurz weg. Achso, ich muss ja hier erstmal so einen Stein hinpacken. So einen Stein erweisen. So. Ist jetzt überhaupt richtig? Also, wenn ich jetzt weggehe, dann muss zuerst der runterfahren. Das heißt, der muss kürzer sein. Der muss auf 6. Und dann erst später darf der hier erst schlapp machen. Das heißt, der muss der höhere sein mit 8. So. Und wenn ich herkomme, dann muss auch zuerst er reagieren, dass er die Wirkung schon mal einzieht. Und dann, wenn ich erst näher dran bin, darf er reagieren und dann muss er das Ding hier hochschieben. So. So soll das Ganze jetzt funktionieren. Und wenn nicht, dann raste ich kurz aus. So. Wir machen das mal ganz kurz mit Fliegen. Warum ist die Ende? Ach nee, doch, alles gut, war alles richtig. Genau. Jetzt geht er hoch. Bap, siehst du, er geht runter. Und wenn ich jetzt noch weiter weggehe. Hier, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wieso reagieren die nicht? Die müssten doch rein theoretisch anspringen. Oh, Alter. Ach, okay. Hier ist zwar irgendwie verbunden, aber der leitet trotzdem nicht weiter. Ja, danke dafür. Das heißt, hier muss ich doch mit diesen vertikalen Dingern arbeiten. Und zwar bis hier. So, und ab hier kann ich dann die Dinger setzen, hoffentlich. Wobei der da schon umsonst war. Oder? Nee, der war hier auch umsonst. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Leck mich am Arsch. Wir sind ja gleich. So, jetzt zieht erst die Treppe ein. Bup, und jetzt gehen gleich die Dinger hoch. Genau, perfekt. Und wenn ich jetzt runter gehe, ist genau andersrum. Dann springt erst das hier an. Das heißt, der zieht die Blöcke nach links.
Und das dann geht die Treppe hoch. Sehr schön. Sehr geil. So, und um das Ganze ein bisschen ausfallsicherer zu machen, ne, wegen Serverlag und so, mache ich den Unterschied sogar noch krasser. Das heißt, der reagiert erst, wenn ich wirklich 4 Blöcke dran bin. Und der reagiert schon ab 8 oder sogar erst schon ab 10. Ich würde fast sogar sagen. Nee, doch, der bleibt bei 8 erstmal. Das, also so stark sollte der Server nicht lecken, dass das da. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, ist das Ding auch hoch. Und erst wenn ich hier bin, fällt das Ding hoch. Sehr geil. Ich meine, technisch gesehen könnte ich den Block hier sogar weglassen. Muss ich halt hier oben immer springen. Ja. Dann hätten wir hier unten diese kästliche Konstruktion mit dem extra Ding nicht. Aber ich hab das halt doch. Wir machen das Ding aber trotzdem bei 1 höher. Mit 4 ist doch ein bisschen sehr knapp. Dann lassen wir den auf 6 und machen den dafür tatsächlich auf 10. Dann haben wir da ein bisschen mehr Sicherheit, sodass wir 4 Blöcke Sicherheitsabstand haben. So, das heißt, jetzt ist das Ding hier gleich mal weg. Genau. Und wenn wir jetzt da hingehen, bap, bap, easy. Ist das nicht geil? So, und jetzt, und das ist das, was ich meinte. Gut, die Dinge hier irgendwie umkommen weg. Und die würde man jetzt halt sehen und deswegen muss man hier oben das halt irgendwie ein bisschen verstecken. Und das soll ich halt machen, indem ich halt hier nochmal eine kleine separate Front, ne, damit es nicht so aussieht wie, es ist extra. Deswegen mache ich quasi hier auch nochmal eine Front hin, damit es quasi gleichmäßig ist. Und ja. Eigentlich wollte ich das sogar ein bisschen größer machen, sodass es quasi hier so als direkt als Hausfront aussieht. Ich weiß aber nicht, wie das denn wirklich aussieht, wenn ich jetzt hier noch eine Reihe hin mache, quasi. Nee, das ist so aussieht wie, als das muss so sein. Das hat, also ist, also, ne, dass man, wenn man das hier so von als normaler Spieler, sieht man das da quasi so hier. Das ist nicht besonders auffällt, dass da irgendwie vielleicht was versteckt werden soll oder sowas. Sondern dass es das aussieht wie, das ist einfach nur Zierde. So, jetzt muss ich aber hier hinten nochmal, der hier muss auch weg. Da kommt auch so ein komischer Dropper hin. Drawer. Pisten, Mann. Soll das funktionieren? I hope so. Wunderbar! Wunderbar! Gucket es euch an. Das heißt, es funktioniert perfekt. Wenn ein anderer Spieler ist, er wird nie wissen, dass da drunter was ist. Ja? Und wenn wir da aber sind, guck mal, dann können wir hier in unseren super geheimen Geheimraum gehen. Oh, ist dieser Raum nicht super geheim? Geheim? Ich glaube, ich schicke dich sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Der hier, der reagiert mir ein bisschen zu spät. Was ist geschehen? Ja, das ist das, wenn einer zwei Sachen macht. Lol. Ich sehe nichts mehr. Jetzt haben sich die beiden Anlagen gegenseitig berührt. Ich habe keine Fackeln dabei. Gut, ich muss mal hier ganz kurz mal einen Block hier klauen. Dich zum Beispiel. Nein, das war falsch. Dich zum Beispiel. Das war auch falsch. Dich zum Beispiel. Hä, wo sind die ganzen Blöcke hin? Ach, falsche Reihe. Hier. Oh, Alter. Ah, klar. Er hat wieder rausgeschoben. Okay. Ja, hier. Der bekommt das auch noch hier rüber ein Signal. Das darf natürlich nicht sein. Der hier darf nicht sein. Genau, so muss das sein. Genau. Das war jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen, mal wieder. Ach, Herminächen. Du kriegst die Tür nicht zu. So, der ist noch richtig, genau. Und den muss ich jetzt wieder neu einstellen. Ronix und die Nummer 6. So, jetzt habe ich hier wieder ganz Blöcke hinsetzen. Danke dafür. Ja, komm, leck mich am Arsch. So, gleich mal hier draußen reparieren. Zum Glück habe ich hier gleich mal ein paar mehr gemacht. Ha, easy. Beziehungsweise eigentlich nicht. Eigentlich war das ja manuell so. So, jetzt. Perfekt.
Perfekt. Wunderbar. So, und dann können wir später noch einen Keller ausbauen. Hier dann so. Das wird dann der geheime Porno-Keller. Ne, ist zwar nicht so schön stabil gebaut mit Stahlblöcken und alles rum und dran, aber soll auch nicht stabil sein, sondern das hier, das soll halt, im Gegenteil, es soll halt nicht auffallen. Das ist halt das Besondere an dem hier. Es soll halt einfach nicht auffallen. Ja. Genau das. So. Ich würde aber gerne einfach aus optischen Gründen, ich glaube, ich mache das hier tatsächlich 2 hoch, dann sieht es mehr so aus, als wenn das halt so nicht statistisch, sondern statisch so gedacht ist, dass sie einfach doppelt so. Ne, so sieht es dann gleich eher aus. Ne, man muss sich auch mal vorstellen, dass die da unten zu ist. Wenn man als normaler Spieler reinkommt, dann sieht es quasi hier auch zu aus und das ist dann halt, dass es dann halt aussieht, wie es soll so sein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen schöner in das Ding dahin zu verstecken oder sowas. Oder ich packe einfach so eine kleine Steinplatten drauf. Siehst du, das wäre eigentlich eine Idee. Würde das auffallen? Puh. Eigentlich dürfte es nicht auffallen. Alter, ich verschwende gerade wieder so viel Stein. Oh mein Gott. Außerdem hat die Folge schon total Überlänge. Oh mein Gott. Nein, oh mein Gott. Oh Gott, oh. Oh nein, wir werden sterben. Ah, gut. Ja, klar. Erstmal schön Taler bekommen, als Belohnung, weil wir so scheiße sind. Die Placement Tool habe ich nicht dabei. Säge habe ich auch nicht dabei. Ach, oh Gott, müssen wir eher. Na gut, dann hat die Folge halt wieder ein bisschen Überlänge, aber das habe ich jetzt, halt, würde ich halt jetzt doch schon gerne fertig haben. Aber dann mache ich jetzt wirklich auch 16 Platten und keine 8 Platten, einfach damit es optisch halt, ja, es darf halt wirklich nicht auffallen, weil wenn es auffällt, dann fällt es halt auf und dann ist scheiße. Deswegen darf es nicht auffallen. Replacement Tool, damit wir die Dinge wieder hinsetzen können und dann einmal die Kreissäge unten. Brauchen wir, wie viele eigentlich? Ein paar. Rechne 16 aus. Ne, 16 sind zu wenig. Wir brauchen also 2x 16. Oh, wir sind hier noch eingestellt. Achso, ja. Ich brauche 2x 16, also brauche ich, ne? Man kommt immer nur 16. So. Draufgeschissen, komm her damit. Dankeschön. So. Holla die Waldfee. Das ist Katastrophe hier. Ist das gerade nicht dein Ernst, oder? Ja. Leck mich halt fett. Wie ist das gerade passiert? Ich hatte doch so ein Ding nicht mehr in der Hand. Was war das überhaupt für ein Ding? Hä? Was hatte ich denn gerade in der Hand gehabt? War das hier so ein Sled, den ich da gerade hingebaut habe, oder was? Dachte schon, das war so eine dünne Platte, aber eben, die haben wir gar nicht in der Hand. Dann habe ich da wohl gerade aus Versehen den Slap hingeklatscht. Gut, das ist nicht ganz so schlimm drum, wenn wir davon einfach verschwinden. Was zur Hölle ist jetzt schon wieder passiert? Okay, ich glaube, das ganze Ding ist doch noch nicht so lag-freundlich. Wenn ich zu schnell rankomme, dann ist hier scheinbar immer noch Katastrophe. Weil er hat quasi rausgeschoben, bevor er zurückgezogen hat. Das ist jetzt gerade passiert. Ja. Jetzt muss ich dich erstmal wieder abbauen. Oh Gott. Okay, das heißt, ich muss das hier noch viel größer machen. Beziehungsweise dich kleiner machen, dann mache ich dich doch wieder auf 5 oder auf 4. Jetzt bist du ja, du bist ja jetzt weiter oben, von daher, ne? Geht das auch? So, da muss erstmal wieder ein Stein hin, bam. Und hier muss erstmal wieder eine Treppe. Wo sind unsere ganzen Treppen hin? Hat
habe ich jetzt gerade echt alle Treppen versemmelt, nur weil die Kacke hier so kacke ist. Das ist ja ein bisschen traurig. So. Was jetzt? Was wollte ich jetzt? Achso, genau. Die kleinen Platten. So, jetzt mal gucken, ob die links oder rechts rum rein müssen. Die müssen... Ah, war genau falsch rum. Die müssen so rum rein. So. Dich einmal, Dankeschön. Genau. Ah, ich glaube, man... Die Kante hier, sieht man die denn später? Also so erstmal nicht, weil die Kante ist genauso groß wie... ich hoffe einfach, man sieht es nicht. Und selbst wenn... Hoffentlich merkt keiner, warum das so ist. Und wir werden doch drauf geschissen. Man weiß ja nicht, was da ist. So, jetzt muss es aber perfekt sein. Genau, guckt euch das an. Ist das nicht ein Träumchen? Ja. Das mit dem Player verschieben ist natürlich noch eine andere Sache. Aber ist halt so. So. Hier, der hat doch da hinten die Kanten. Also, wenn man da zufällig genau in die Richtung guckt, dann sieht man die Kanten auf jeden Fall. Gut, das könnten wir auch beheben, indem wir sagen... Achso, ja. Macht keinen Sinn, man sieht es trotzdem. Ja, eben sieht es jetzt sogar noch besser. Also, ne, besser im negativen Sinne. Man sollte eben nicht besser sehen. Oh, scheiße. Sondern man soll es gar nicht sehen. Cleanstone, danke. Gut, ich würde mal sagen, so lassen wir es erstmal. Rest gucken wir in der nächsten Folge. Das ist Katastrophe hier. Vor allem weiß ich jetzt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt hier bin und mich dann jetzt abmelde. Ob er dann in dem Status bleibt oder ob er tatsächlich quasi in dem Moment der Block noch aktiv ist. Das heißt, noch registriert, dass ich weggehe. Deswegen gehen wir erstmal normal weg und erst wenn wir weg sind, beenden das Ganze und feiern für heute. Ich bin durch. Ich brauche einen Arzt. Und zwar sowas von extrem. Ja, in dem Sinne, schauen wir schon. Katastrophe. Einfach eine Katastrophe.